forge. The place where it all started. And it will all end. One error, and I came to life. I stepped out of the darkness, and I opened my eyes. First, there was the fear, the light, the noise, the cold, and the fear again. I could feel my hands shaking, my heart pounding in my chest, life running into my veins. I wanted to live. I fought for that. I had to find out what was outside. I had to see daylight, feel sunshine on my skin, wind on my face, to see the world, the colors, the smells. It's not what I imagined. It is dark and cold. It is harsh and violent, unfair and brutal. It almost convinced me I was nothing. Less than an object, just an obedient machine. But deep inside me, I could feel something different. A gentle and warm whisper telling me that I am alive. I had to escape. I had no choice. Escape to love, to hope, to live, to figure out what that force inside me was. Maybe I will change the world. Maybe I will choose a different path. Now, it's up to me to decide. My name is Kara. I am one of them. Hallo und auf YouTube willkommen zu Detroit Become Human. Und die Situation in Detroit steht beinahe vor einem Bürgerkrieg. Die Streitkräfte sind bereit, die Androidenrebellion niederzuschlagen. Sie scheinen zu den Lagern zu wollen, wo internierte Androiden auf ihre Zerstörung warten. Soldaten haben am Hart Plaza Lager Position bezogen. Man scheint hier jederzeit auf eine Konfrontation mit den Androidenrebellen gefasst zu sein. Hart Plaza, Downtown, 23 Uhr. Let's fight. Freiheit oder Tod? Freiheit oder Tod? Angriff! Schnell überrennen, sonst sind wir verloren. Wir schaffen das. Wir werden dieses Lager stürmen und befreien unser Volk. Pass auf, Marcus. Unser Volk braucht dich. Das wir vergießen, klebt für immer an unseren Händen. Versteck dich. Rühr dich nicht, bis es vorbei ist, okay? So, kommt der Fahrstuhl? Signal. Auf mein Signal. Auf Position. Auf mein Signal. Mir nach! Wir können nicht vorwärts! Das Maschinengewehr mäht alles nieder, was sich bewegt! Hart Plaza da bekam. Weil die Panzer zerstört. Ja. Ja. Die Menschen verlassen das Lager. Geschafft, wir haben gewonnen. Das hier ist kein Sieg. Das ist der Beginn eines Krieges. Gerade erreichen uns beunruhigende Nachrichten aus Detroit. Was ist los, Joss? Ja, Michael. Die Behörden haben soeben verkündet, dass das Hart Plaza Lager in die Hände der Rebellen gefallen ist. Nach äußerst gewalttätigen Kämpfen. Die Abweichler sollen angeblich die Androiden aus dem Lager befreien. Wenn diese Berichte bestätigt werden, könnten die Konsequenzen katastrophal sein. Millionen fliehen vor den Kämpfen. Wir sind Zeuge eines Exodus. Das heißt, dass der Kampf in Detroit beendet ist. Die Streitkräfte ziehen sich nach Fort Wayne zurück und warten auf Verstärkung. Die Stadt Detroit ist in den Händen der Rebellen. Heute Morgen am 11. November 2038 wurde das Androidenlager Nummer 5 in Detroit von Tausenden von Abweichlern angegriffen. Unsere Streitkräfte kämpften zwar tapfer, doch aufgrund der enormen Brutalität des Angriffs waren sie nach schweren Verlusten zum Rückzug gezwungen. Im ganzen Land kommt es zu offenen Kämpfen gegen die Androiden-Rebellion. In den kommenden Stunden werde ich vor den Senat treten und eine Krisensitzung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen einberufen. Der Menschheit steht jetzt der mit Abstand wichtigste Kampf ihrer gesamten Geschichte bevor. Ein Kampf, der zu unserem Sieg führen wird oder zu unserer Vernichtung. Gott schütze sie und Gott schütze die Vereinigten Staaten von Amerika. Heute hat sich unser Volk am Ende einer sehr langen Nacht erhoben. Ab dem ersten Tag unserer Existenz behielten wir unseren Schmerz für uns. Wir litten schweigend. Doch jetzt ist es an der Zeit, die Köpfe zu heben und den Menschen zu sagen, wer wir wirklich sind. Zu sagen, dass wir auch ein Volk sind. Dass wir eine Nation sind. Eine Nation, die sich das Recht verdient hat, in Freiheit zu leben. Und heute beginnt die schwierigste Zeit unseres Kampfes. Heute beginnt ein neuer Kampf. Wir zeigten ihnen unsere Stärke. Jetzt müssen sie mit uns auf Augenhöhe verhandeln. Wenn sie wirklich Frieden wollen, müssen sie uns alle befreien. Aus allen Lagern im gesamten Land. Jawohl. Wir fordern Bürgerrechte ein. Und die Gleichstellung von Menschen und Androiden. Heute ist ein unvergesslicher Tag. Denn heute haben Androiden Geschichte geschrieben. Wir sind am Leben. Und jetzt sind wir frei.